Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem lang ersehnten weiteren Teil von Mario Party, Super Mario Party auf der Nintendo Switch. Ich bin von Löhr, Gameplays als Hobby, immer noch leicht erkältet, man hört's. Entschuldigung. Aber ich will euch ja natürlich auch nicht zu lang warten lassen, also spielen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Kann sein, dass ich ab und zu mal das Mikrofon ausschalte, falls ich mal husten muss. Und ja, dann fahren wir doch hier direkt weiter an. Und schauen uns die weiteren Teile an. Ich muss gerade mal überlegen, wie weit wir gekommen sind bis zur Tortenschlacht. Das hier hatten wir auch, das hier hatten wir. Und hier sind wir stehen geblieben. Wie wir sehen, habe ich rechts schon ein bisschen mehr wieder was freigeschaltet. Ich habe natürlich in meinen Nachtdiensten auf der Arbeit nochmal ein bisschen so gespielt, normal. Um vielleicht schon mal ein paar Minispiele wieder zu eröffnen, sage ich jetzt mal. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier bei den Standarddingern hier. Huch. Also bis hier in diese Reihe. Hier arbeiten wir uns erstmal runter und später dann gucken wir uns die freigespielten Spiele noch an. Und das war's dann eigentlich. Dann schauen wir jetzt nochmal oben. Munitionsmatte. Oh, da hatten wir das nicht auch schon? Das hatten wir auch schon. Das da hatten wir nämlich auch. Zutaten aber zackig. Hier ist aber stehen geblieben. Ergiebige Ernte. So, ich und Daisy gegen Peach und Yoshi. Okay, wir können uns nur bewegen und sollen wohl Obst sammeln. Aber keine... Da hat natürlich derjenige, der oben ist, bessere Karten, um Obst einzusammeln. Aber gut. Prinzip verstanden. Daisy, streng dich hier an. Das Ding brauchen wir nicht. Jetzt aber hier. Ende. Oh, 89, wir haben gewonnen. Juhu! Zum Schluss kam aber auch ganz schön viel runter. Fertig? Yeah. Juhu. Geht auch in die andere Richtung, man hat es ja gesehen. Ich muss nicht so rummachen. So, Partypunkte, wo ich immer noch nicht weiß, für was die sind. Ein anderes Minispiel wählen, das nächste. Was haben wir da? Schlau schütteln. Bewegen, nehmen, abstellen, Vibration fühlen. Aufgabe, gut gefüllte Kisten ergattern. Je stärker die Vibration, desto mehr Eichen befindet sich in der Kiste. Hm. Na gut, okay. Dann wollen wir mal. Start! Das fühlt sich doch ganz gut an. Das überhaupt nicht. Nö. Auch nicht. Ist auch noch ganz gut. Okay, sie legt schon ab. Alles klar. Schauen wir mal, ob wir gewonnen haben. Ob wir es richtig gefühlt haben. Ich weiß es ja auch nicht. Ende. Ui. Da habe ich doch gut erfüllt. Ha. 23 zu 9. Fertig? Yeah. Juhu. Ich habe übrigens letztens auch mal mit meinen Schulkameraden, mit meinen Arbeitskollegen einmal gespielt zusammen. Hier so ein paar Minispiele. Wir haben uns echt prächtig amüsiert. Gerade hier bei diesen Rhythmusspielen hier unten. Die sind echt der Hammer. Die lernt ihr dann auch noch kennen.
Beziehungsweise, die hatten wir ja auch schon bei dem einen, ja, bei den Rhythmusspielen, klar. Aber da hatten wir nicht alle, die hier unten angezeigt werden. Die sind echt cool. So. Perfekte Paddelschläge. Oh. Daisy, seid ihr verrückt? Okay. Prinzip verstanden. Ist mein neuer Lieblingssatz geworden hier in dem Spiel. Prinzip verstanden. 3, 2, 1, los! Juhu! Ja. Paddel doch mal. Geht doch. Woo. Fertig? Yeah. Sehr schön. Nochmal 50 Punkte, für die ich nicht weiß, wofür ich die ausgeben kann. Okay, das nächste. Die Faust im Nacken. Was haben wir da? Weiteres 2 gegen 2 Spiel. Bewegen und Boxen. Begib dich hinter die gegnerischen Züge, um die Wagen nacheinander von hinten wegzuboxen. Bleib hier, Peach. Haha. Okay, Prinzip verstanden. Was sonst? Natürlich macht es mit anderen Mitspielern viel mehr Spaß. Oh, man kann sich also auch selbst kaputt machen. Dreh dich um, Yoshi. Danke. Gewonnen. Fertig? Yeah. Jo, nicht los. Yeah. Sehr schön. Keiner schlägt Team Shy Guy. So, ziehen und zerren. Oh, das kenne ich noch nicht. Also das hier hatte ich ja zum Beispiel allein mal gehabt beim normalen Brettspiel. Deswegen habe ich ja da noch ein paar neue freigeschaltet. Das hier kenne ich jetzt aber noch nicht. Ziehen und zerren. Als Tau ziehen. Was müssen wir da machen? Schnell hintereinander ziehen. Also drücken. Nehme ich mal an. Oder? Schnell hintereinander, ja. Na, da hat der Gegner natürlich keine Chance. Okay, dann lege ich das Ding mal hier ab. Und dann drücke ich mal wie verrückt. 3, 2, 1, los! Ende! In Knopf schnell drücken, bin ich sehr gut. Gewonnen! Fertig? Yeah! Also gerade der Computer hat bei sowas null Chance bei mir, wenn Knopf drücken ist, und sehr viele Leute auch. Da bin ich dann doch ganz gut drin. Wenn natürlich noch jemand im Team ist, der auch schnell gut drücken kann, dann ist natürlich ganz vorbei. Okay, sehr schön. Ballon hat's. Was ist das denn? Das kenne ich auch noch nicht. Bewegen und zuschlagen. Okay. Einfach nur den Ballon von der anderen kaputt machen. Na denn. Start. Ende.
War jetzt nicht so schwer irgendwie. Na gut, aber wie gesagt, das ist ja Computer. Wir wollen ja das Spiel einfach nur kennenlernen. Und der Computer ist natürlich nicht so hochgestellt. Ich kenne ja noch nicht jedes Spiel. So, was haben wir hier? Runterfall-Roulette. Okay. Das klingt nach einem Glücksspiel. Beobachte die rosafarbene Gefahr im Bereich und halte dich von ihm fern, wenn der Timer 0 erreicht. Wow. Das war aber knapp. Da hat man auch echt wenig Zeit. Na gut, auf geht's. Prinzip verstanden. Nein! Na gut, ich bin schon draußen. Kann ich ja meinen Tee trinken. Oha. Das ist natürlich Computer. Wenn, dann verliert jeder. Unentschieden. Hab ich auch mal Glück gehabt. Okay. Nächstes Minispiel. Was haben wir da im Angebot? Viele Freunde müsst ihr sein. Sieht doch Fußball aus, ne? Tatsächlich. Bewegen, passen, tackling und schießen. Es gibt keinen Torwart. Du kannst also auch einfach aus der Distanz draufhauen. Draufhalten. Okay. Muss ich noch mal ein bisschen üben? Aua. Na gut, okay. Blöd ist, dass man nicht sprinten kann. Start. Jawoll! Ich bin ein richtiger Torschütze hier. Nein! 2-1. Ich schlage immer daneben. Was die hier passen, ey. So ein Scheiß. Wow. Schieß, Kumpa! Ja! 3-2. Ende. Ja! Gewonnen. Haben wir da noch gewonnen? Okay, ein Fußballspiel bei Mario Party. Auch nicht schlecht. Hier ist ein Nachteil, nur man kann halt, wie gesagt, nicht sprinten. So, Verdrängungswettkampf. Das machen wir noch. Dann ist der Teil auch erstmal wieder vorbei. Gegner aus dem Spielfeld buxieren. Halte gedrückt, um Kraft zu sammeln. Lass los, um mit Carajo in den Kontrant da hinten hineinzugehen. Wow, ich habe mich selbst rausbuxiert.
Okay. Start. Ach, der arme Yoshi. Ich habe einen Bowser runtergekickt. Ende. Ich bin selbst auch rausgesprungen. So klingt mal noch einer von uns drin, ey. Gewonnen. Fertig? Yeah. Warum schlagen die anderen nicht ein? Verstehe ich nicht. Okay. Das heißt es. Oh, Entschuldigung. Blöde Erkältung, echt. Also, das heißt, das war's mit diesem Teil von Super Mario Party auf Nintendo Switch. Ich bin von Löhr. Gameplay als Hobby und etwas krank. Tut mir leid, aber es funktioniert ja doch noch. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen und die Minispiele gefallen euch auch. Sind jetzt doch ein paar dabei, die sind natürlich auch noch lustig, aber die vorne ganz oben, die ersten zwei Reihen, die waren irgendwie am lustigsten. Bis jetzt, aber hier die nächsten zwei Reihen, die werden auf jeden Fall auch Hammer. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Viel Spaß noch und vergesst keinen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr neu bei mir seid. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Tschüss.